Herzlich willkommen zurück, Peter hier, und heute erfährst du mal, warum du als Typ-2-Diabetiker so müde bist, so abgeschlagen bist und auch ein paar wesentliche Schritte, was du machen kannst, damit sich das Ganze bei dir wieder verbessert. Wir starten direkt rein mit dem ersten Punkt, und zwar die Insulinresistenz an sich, weil es ist ja eigentlich auch logisch. Die Nahrungsenergie, die du aufnimmst, kann ja durch die Insulinresistenz nicht ausreichend in die Zelle gelangen. Das heißt, du nimmst Energie auf, die dein Körper aber nicht in der Art verwerten kann, also fehlt dir ja irgendwo auch die Energie über den Tag verteilt und du hast einfach nicht die Power, die Energie, die du eigentlich haben könntest. Und da verlierst du natürlich viel Potenzial und das merkst du wiederum im Alltag, im Job, bei den Hobbys oder nach der Arbeit abends, dass du einfach müde bist, dass du abgeschlagen bist, dass du einfach nicht mehr die Energie hast, die du vielleicht früher noch gehabt hast, als die Insulinresistenz noch nicht so weit fortgeschritten war. Und außerdem laugen dich natürlich auch starke Blutzuckerschwankungen sehr stark aus, weil es ist ja auch Stress für den Körper, das ist anstrengend für den Körper. Wenn du permanent sehr hohe Werte hast, dann gehen sie wieder stark runter, dann gehen sie wieder nach oben. Vielleicht kommen ab und zu auch mal ein paar Unterzuckerungen mit dazu, je nachdem. Das ist etwas, das raubt den Körper Energie, das laugt aus und das merkst du natürlich auch. Zweiter Punkt kann sein, dass es an einem Nährstoffmangel liegt, weil du hast als Typ-2-Diabetiker eh einen höheren Nährstoffbedarf als ein Nicht-Diabetiker und meistens ist halt auch die Ernährungsweise von vielen Typ-2-Diabetikern, naja, lässt halt zu wünschen übrig. Irgendwo musste die Krankheit ja auch herkommen und deshalb ist die Ernährung meistens auch schon ein Grund, wieso du schon zu wenig Nährstoffe hast, plus die schlechtere Aufnahme von Nährstoffen führt halt irgendwo mal zu einem Engpass und es fehlt dir halt irgendwo. Und unser System, unser Körper funktioniert ja aufgrund von Nährstoffen, die er von außen bekommt. Wie beim Auto, wenn wir Sprit rein tanken. Wir brauchen einfach Sprit, damit das Auto fährt und genauso braucht unser Körper auch Nährstoffe von außen, der Sprit von außen, damit die Maschine laufen kann. Und wenn halt der Sprit minderwertig ist oder nicht ausreichend zugeführt wird oder irgendwas Falsches da reingekippt wird in unseren Tank, naja, dann läuft die Maschine halt nicht richtig. Und das kann auch ein Grund sein, warum du vielleicht schon genug isst, aber das, was du isst, so minderwertig ist von der Qualität oder dir eben nicht das liefert, was du bräuchtest, damit du eben nicht so wirklich Power und Energie hast. Dann Punkt Nummer 3, Folgeerkrankungen. Durch die hohen Blutzuckerschwankungen, durch Diabetes hast du vielleicht mit gewissen Folgen zu kämpfen. Dein Körper leidet darunter. Vielleicht hast du auch schon in der Vergangenheit Schlaganfall, vielleicht mal einen Herzinfarkt, schlechte Wundheilung. Du wirst häufiger krank. Ja, du hast häufiger mit Erkältungen zu kämpfen. Dein Immunsystem ist permanent am Arbeiten. Das kostet dem Körper Energie. Das ist Stress für den Körper. Und um mit Stress besser umzugehen, muss der Körper auch Energie aufbringen, die dir natürlich an anderer Stelle wieder fehlt. Und das merkst du halt im Alltag wieder. Jetzt müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, was können wir jetzt dagegen tun? Jetzt wissen wir, das sind die Probleme, aber so soll es ja nicht bleiben. Wie können wir jetzt dagegen vorgehen? Erstmal ganz klar und ganz logisch Ernährung optimieren. Schon mal ein guter Grundpfeiler ist so unverarbeitet wie möglich, weil ein Lebensmittel, was kaum verarbeitet wurde, hat immer mehr Nährstoffe als ein sehr stark verarbeitetes Lebensmittel. Und wenn du mehr Nährstoffe bekommst, hast du auch automatisch wieder mehr Energie zur Verfügung. Plus, wenn du durch eine gesunde Ernährung an der Insulinresistenz arbeitest, deine Zellen wieder besser auf das Insulin reagieren, dann hast du erstens mal nicht so hohe Blutzuckerwerte, was dich ja schon auslaugt, sondern du kannst auch die Energie besser aufnehmen und hast die Nahrungsenergie auch viel effektiver zur Verfügung. Also da würdest du mit einer Herangehensweise mehrere Probleme so auf einmal auflösen und deshalb macht die Ernährung halt auch am meisten Sinn. Wie das Ganze konkret funktioniert, ist jetzt hier ein bisschen aufwendiger, aber du kannst dich gerne mal bei uns eintragen für kostenloses Beratungsgespräch, ist einfach mal auf www.peterseidel.com, dann nehmen wir uns da mal Zeit, dann spreche ich da mal mit dir, dann kann ich dir alles erklären, auf was es zu achten gilt, wie du das Ganze umsetzen kannst, was so die Punkte sind, wo du dich da entlanghangeln kannst an den Ganzen, da bekommst du einen Leitfaden von mir und dann sollte das für dich auch relativ klar sein, auf was es ankommt. Also trag dich da gerne mal ein, www.peterseidel.com, kostenloses Beratungsgespräch, kannst du nichts verlieren, nur gewinnen, alles unverbindlich und dann sprechen wir uns da schon bald. So. Erstes Thema Ernährung, also klar. Dann zweites Thema auch logisch Bewegung. Wir brauchen Bewegung, um zu Energie zu kommen, weil das ist ein Punkt, der wird häufig missverstanden. Viele Leute glauben, sie müssten erstmal Energie bekommen, um Bewegung zu machen. Das ist aber nicht das Thema. Wenn du energielos bist und keine Power hast, dann musst du dich bewegen, um zu Energie zu kommen. Das musst du einmal umdrehen. Weil wenn du natürlich den ganzen Tag keine Energie hast, nur rumsitzt im Büro oder zu Hause, dann auf der Couch, Fernsehen, du liegst im Bett, sitzt im
Auto, im Zug, im Bus, was auch immer. Das ist alles immer so bequem. Dein ganzer Alltag ist eben mehr bequem wie was anderes. Da ist dein Körper immer so auf Sparflamme. Wo soll denn die Energie herkommen, wenn du ihm nicht zeigst, dass jetzt Energie irgendwo auch mal bereitgestellt werden muss? Das geht nicht. Energie kommt durch Bewegung und nicht Bewegung kommt durch Energie. Einmal andersrum denken bitte. Und dann klappt es auch. Beweg dich am besten auch bitte raus. Frische Luft ist wichtig. Das sorgt für Energie. Das macht auch den Kopf frei. Da kommt die Energie her. Also unbedingt Bewegung machen. So, dann kommen wir noch zum dritten Punkt und der ist auch extrem wichtig, wird sehr häufig vernachlässigt. Schlafqualität. Ich stelle sehr häufig fest, dass Typ 2 Diabetiker große Schwierigkeiten haben, vernünftigen Schlaf hinzubekommen. Weil gibt ja auch mehrere Gründe dafür. Zum einen natürlich die nächtlichen Toilettengänge. Hohe Blutzuckerschwankungen, hohe Blutzuckerwerte auch nachts. Dann will die Niere da kompensieren, ausscheiden und dann meistens nachts. Perfekt. Und wenn wir da 3-4 Mal raus müssen, können wir es eh schon vergessen. Da haben wir genau gar keinen Tiefschlaf. Nicht so vorteilhaft. Zweiter Punkt, du schläfst schlecht, weil du starkes Übergewicht hast. Das heißt, du atmest dich auch schwer. Schlafapnoe haben ganz, ganz viele. Und wenn du natürlich dich abends während dem Schlafen nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgen kannst, wo soll da die Erholung stattfinden? Dann dritter Punkt, Blutzuckerschwankungen. Kann ja sein, dass du dadurch nicht schlafen kannst, weil es extrem ansteigt vielleicht. Oder Unterzuckerung, dann piepst vielleicht dein Sensor, wenn du einen hast. Oder du wachst auf einmal auf, Kopfschmerzen, dich frierst, du zitterst, weil du halt stark unterzuckert bist, kann ja alles sein. Wo ist die Erholung? Die ist nicht da. Oder vielleicht durch schon gewisse Folgen, dass du schon Schmerzen hast abends. Zum Beispiel so ein Thema Polyneuropathie. Abends, wenn man dann so zur Ruhe kommt im Bett, auf einmal fangen die Füße an weh zu tun. Dann liegst du im Bett, möchtest eigentlich schlafen, aber es geht nicht, weil du Schmerzen hast. Und das sind halt einfach mal ein paar Gründe, warum sich dein Akku gar nicht auftanken kann. Und wie sollst du dann erwarten, Energie zu haben über den Tag, wenn du abends nicht zur Ruhe kommst? Das geht nicht. Und da musst du einfach schauen, wie kannst du die Dinge verbessern. Klar, wenn du die ersten zwei Dinge beherzigst, Ernährung, Bewegung, werden sich schon ein paar von diesen Dingen automatisch klären mit der Zeit. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar Sachen, die du on top noch machen könntest, um dafür zu sorgen, dass du gut schläfst. Zum Beispiel, was machst du vor dem zu Bett gehen? So Sachen wie grelles Licht, Social Media, solche Dinge mal meiden, davor schon abzuschalten und nicht kurz vorm Bett gehen, Licht aus, Fernseher aus und dann ins Bett legen und dann mit diesen ganzen Eindrücken, der Körper muss erstmal runterfahren, um in den Schlaf gut hineinzukommen. Also das sind auch so kleine Tools, die du halt mal machen könntest, wenn das Thema Schlaf bei dir ein Problem darstellt. Weil ein guter Schlaf kommt nicht einfach so durch Wünschen und Hoffen von heute auf morgen. Da muss man auch etwas dafür tun. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, wie du auch als Typ 2 Diabetiker wieder zu mehr Energie und Power kommst über den Tag verteilt. Weil das ist nichts Ungewöhnliches, kein Hokuspokus, ja, wo du dir denkst, ach, der Zug ist schon längst abgefahren. Ich sehe es doch immer wieder, auch bei unseren Kundinnen und Kunden, dass man wieder mehr Energie haben kann, wenn man die Sache einfach mal richtig angeht. Und wie gesagt, wenn du da auch mal in den Genuss kommen möchtest, wie das Ganze auch für dich ausschauen kann, dann schau mal gerne auf unsere Website www.peterseidel.com. Trag dich ein für so ein verbindliches Beratungsgespräch, lass uns da mal sprechen. Wenn du offen für was Neues bist, wenn du offen bist, auch ein bisschen was dafür zu tun, ja, nicht nur zu hoffen, dass sich das alles von selber regelt, sondern auch aktiv an deiner Gesundheit arbeiten möchtest, dann können wir dir da natürlich helfen. Dann lass uns da mal sprechen, dann finden wir da auch für dich einen Weg, der funktioniert und für dich auch einfach umsetzbar ist und natürlich auch in deinen Alltag passt. Also, trag dich da gerne mal ein, www.peterseidel.com. Dann hören wir schon bald voneinander und ansonsten hoffe ich, du hast wieder was mitnehmen können. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin wie immer, beste Gesundheit. Ciao, mach's gut, dein Peter.